Hey Handballinspiratorin und Handballinspirator, herzlich willkommen hier zum siebten Handball-Snack. Heute an meiner Seite Jan Steinbach. Hallo Jan. Hi. Jan und ich, wir gehen heute mal in eine ganz besondere Thematik. Und zwar geht es um die Wurfbilderanalyse für Torhüter. Und Jan wird uns gleich mal in einem Kurzvortrag zeigen, wie man mit der Software Video Coach von Sportimization quasi relativ zügig und relativ schnell Wurfbilder für Torhüter vorbereitet, analysiert, einen PDF auswertet und sich das Ganze quasi im Nachgang anschaut und exportiert. Jan, ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen mal in den Vortrag, den du vorbereitet hast. Los geht's. Ich zeige euch heute, wie ihr Videocoach gezielt für die Spielvorbereitung von Torhütern einsetzen oder auch selbst als Torhüter verwenden könnt. Mit Videocoach könnt ihr nicht nur intuitiv und schnell Wurfbildvideos, sondern auch die dazugehörigen Wurfbildstatistiken generieren. Als Beispiel starten wir einfach mal mit der Analyse des Spiels des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Um einen Wurf mit einem einzigen Tastendruck zu markieren, habe ich in den Einstellungen von Videocoach festgelegt, dass beim Drücken der Taste Q eine neue Szene mit den vorhergehenden 3 Sekunden und der nachfolgenden 1 Sekunde angelegt wird. Hier seid ihr natürlich komplett flexibel, diese Zeitwerte nach euren eigenen Bedürfnissen anzupassen. Zum Taggen der Würfe springen wir nun durch Drücken der Pfeil nach Rechts-Taste zum ersten Wurf eines THW-Spielers. Wir erfassen die komplette Wurfszene durch Drücken der Taste Q in dem Moment, in dem der Ball die Hand des Schützen verlässt. Standardmäßig öffnet sich nun sofort das Tagging-Panel, in dem wir die Merkmale des Wurfes erfassen können. Zur intuitiven und standardisierten Erfassung bietet euch Videocoach speziell designte klickbare Sektoren sowohl für die Abwurfposition des Schützen als auch die Zielposition des Balles im Tor. Wir selektieren also im Tagging-Panel den Schützen des THW, die Abwurfposition sowie die Zielposition. Auch das Ergebnis eines Wurfes kann direkt erfasst werden. Reichen euch diese Informationen nicht, so könnt ihr selbstverständlich auch noch weitere individuelle Kategorien anlegen, wie zum Beispiel hier den Wurftyp oder auch die Art des Wurfes. Habe ich alle Merkmale erfasst, so speichere ich die Szene und navigiere im Video zum nächsten Wurf. Richtig schnell werdet ihr, wenn ihr für das Tagging auch noch Tastenkombinationen verwendet. So könnt ihr für alle Kategorien in den Einstellungen selbst Tastenkombinationen definieren und jeden Spieler der Heimmannschaft durch Drücken der Taste H und der Trikotnummer selektieren. Für die Gastmannschaft drückt ihr analog die Taste G. So navigiert ihr also durch das Video und erfasst innerhalb kürzester Zeit systematisch alle Würfe und ihre Merkmale. Welche Outputs könnt ihr nun im Anschluss an das Tagging aus einem oder auch natürlich auch aus mehreren Spielen mit Videocoach generieren? Wir wechseln dazu in die Analyseansicht. Videocoach bietet eine spezielle Automatisierungsfunktion, um schnell Wurfbildvideos aller Spieler zu erzeugen. Wir klicken dazu auf den Button mit den Zahnrädern, wählen die Mannschaft, von deren Spieler wir Wurfbilder erstellt haben möchten und lassen auch gleich für jeden Spieler eine Titelfolie erzeugen. Dazu kann ich zum Beispiel auch einen Folienhintergrund in meinem Clubdesign hinterlegen. Innerhalb von Sekunden erzeugt euch Videocoach nun für alle Spieler ihr individuelles Wurfbildvideo als eigenes Kapitel in der Präsentation. Aus der Präsentation heraus kann ich anschließend direkt alle Kapitel in ein komplettes Video oder auch für jeden Spieler ein eigenes Wurfbildvideo exportieren lassen. Neben den in Sekundenschnelle erzeugten Wurfbildvideos liefert euch Videocoach aber auch eine innovative statistische Auswertung. Dazu könnt ihr in der Analyse einen PDF-Report der Wurfbilder erzeugen lassen. Hier seht ihr zum Beispiel die Auswertung von 20 getaggten Spielen der Rhein-Neckar-Löwen mit knapp 1000 getaggten Würfen. In der PDF findet ihr für jeden Spieler sowohl die Verteilung der Würfe über alle seine Abwurfsektoren in Summe, als auch eine detaillierte Auswertung der Wurfbilder für jeden einzelnen Abwurfsektor eines jeden einzelnen Spielers. Neben der statistischen Verteilung der Würfe findet ihr auch Informationen wie die Anzahl der erfolgreichen Würfe pro Sektor im Tor. Super, Jan, vielen lieben Dank für den Vortrag. Es ist auch vor allem, fand ich sehr, sehr spannend, dass wir mal durch diesen ganzen Prozess mal durchgegangen sind von Videocoach. Dadurch hat jeder, der jetzt hier gerade zuschaut, auch schon mal einen Einblick in die Software an sich bekommen.
Jetzt aber die große Frage, für wen lohnt sich das? Wo würdest du ansetzen, diesen ganzen Prozess quasi für Torhüter mal ja, in der Praxis wirken zu lassen? Für wen lohnt sich das? Schwer zu pauschalisieren. Ich würde sagen, es lohnt sich für jeden ambitionierten Torhüter oder auch jeden ambitionierten Torwarttrainer, der sagt, er möchte sich schon, ich würde jetzt nicht sagen vernünftig, aber schon systematischer auf ein Spiel vorbereiten, auf den nächsten Gegner vorbereiten oder eben auch auf systematische Art und Weise seine eigene Leistung auch über einen längeren Zeitraum auswerten und betrachten. Das heißt, du würdest jetzt auch zum Beispiel gar nicht von, also logisch, erste Liga lohnt sich sowas auf alle Fälle, aber du würdest auch nach unten quasi keine Grenze ziehen, beziehungsweise auch altersklassenmäßig zum Beispiel, würdest du da auch eine Grenze ziehen irgendwo? Also für mich selber ist es natürlich schwer, eine Grenze zu ziehen, weil ich bin natürlich weder Torhüter noch Torwarttrainer. Ich kann natürlich nur aus den Erfahrungen sprechen und vor allem dem Feedback, was ich von meinen Kunden bekomme. Und da ist es natürlich klar, wie in jeder Sportart, je höher die Liga ist, also ja auch je höher die Professionalisierung, und ich sag mal, je mehr das dann auch Richtung Beruf geht bei den Torhütern oder Torwarttrainern, desto höher ist natürlich auch der verfügbare Zeiteinsatz und damit auch die Kapazität, sich überhaupt in systematischer Art und Weise vorzubereiten auf den nächsten Gegner, die eigene Leistung auszuwerten. Aber es gibt eben auch in wirklich unteren Ligern oder Ligen Torhüter, die wirklich sagen, ich habe total Bock darauf, ich möchte mir pro Woche 2, 3 Stunden Zeit nehmen und mich systematisch auf den nächsten Gegner vorbereiten und auch systematisch an meinem eigenen Torwartspiel arbeiten. Und von daher kann man weder differenzieren zwischen Profi und Amateur, noch zwischen Nachwuchstorhüter und ich sag mal Senioren oder Seniorinnen-Torhüterin. Ja, ich bin da auch komplett bei dir. Ich würde trotzdem gerne vielleicht so eine kleine Gedankengrenze ziehen. Ich sage mal, B-Jugend aufwärts, super geil. Aber wenn wir so über B-Jugend und A-Jugend vielleicht sprechen, kann man diesen ganzen Schnittapparat viel mehr fürs Technik- und Taktiktraining benutzen als für die Spielvorbereitung am nächsten Wochenende. So die Wurfbilder des nächsten A-Jugendgegners oder B-Jugendgegners muss ich mir vielleicht nicht unbedingt zu Gemüte führen, wenn wir ausbildungsmäßig die ganze Sache betrachten, sondern ich kann ja dann super mir 30 Würfe aus dem Sektor gegen die Hand 1-2 zum Beispiel anzeigen lassen und dann wirklich mal gucken, okay, welche Taktiken wollen wir denn als Torhüter da zum Beispiel einsetzen? Genau, klar, geh ich komplett mit. Ich finde halt wichtig, je eher man in der Jugend anfängt, Videoanalyse einzusetzen, was absolut super ist, das zu tun, aber je früher man das tut, also je jünger noch die Spieler oder Spielerinnen sind, desto mehr sollte man sich halt schon fokussieren auf die eigene Leistung und die Reflexion und nicht Videoanalyse zu benutzen, jetzt die gegnerischen Schützen perfekt auszuwerten, weil gerade klar in einer B-Jugend, in einer A-Jugend sind die Schützen in der Regel unter Druck nicht so variabel, dass ich natürlich da durchaus schon das ein oder andere mehr Spiel mehr gewinnen kann. Aber wenn ich mir hinterher frage, was hat mein Torhüter davon, ist natürlich die eigene Entwicklung dann eher begrenzt, um diese Spiele gewonnen zu haben, ne? Super. Ich glaube, damit haben wir einen schönen Anwendungsrahmen geschaffen. Aber welche Investitionen müssen denn jetzt eigentlich getätigt werden für genau diesen Prozess? In zeitlicher Form meinst du mit Sicherheit, in erster Linie. Also Zum was, Beispiel, ja. Also fangen wir damit an. genau, also was brauche ich als Torhüter, Torhüterin, Torwarttrainer, Torwarttrainerin? Ich brauche einfach grundsätzlich erstmal Zeit, zu sagen, ich möchte mich auf den nächsten Gegner vorbereiten, mein eigenes Spiel auswerten. Das ist das Erste. Und was machen die meisten Torhüter? Die sagen, ich habe Zeit, die gucken erstmal Video. Und wie gucken sie Video? Sie nehmen sich in der Regel ein komplettes Spiel und gucken dann das komplette Spiel und machen sich in der Regel auf Papier selber Notizen. Wie auch immer das aussieht, ich meine, die meisten Torhüter wissen, wovon ich spreche. Viele zeichnen diese Linienbilder, wo für jeden Schützen quasi ein Spielfeld dargestellt ist mit einem Tor, wo dann eben eine Linie gezogen wird von dem Punkt, von wo wird geworfen, wohin im Tor wirft der Schütze. Und Ja. das ist ja das, was jeder Torhüter, der sagt, ich möchte mich systematisch auf ein Spiel vorbereiten, was er in der Regel tut. Und Gleiches kann man, so habe ich es ja auch im Video gezeigt, eben auch mit der Videoanalyse-Software tun. Und ich habe eben auch gezeigt, dass natürlich, ich sag mal,
schon deutlich systematischer, weil ich einfach mehr Merkmale erfassen kann, schneller Merkmale erfassen kann und natürlich vor allem, was die Auswertung angeht, natürlich hinterher viel, viel aussagekräftiger wäre. Denn machen wir uns nichts vor, so ein Linienbild ist schön und gut und auch super wichtig, gerade sich selber nochmal auf Papier zu visualisieren, was passiert da im Video. Aber wenn ich jetzt mal Richtung quantitative Auswertung gehen möchte, also mal viele Daten auswerten möchte und eine Idee bekommen möchte, was hat denn der Schütze eigentlich für eine Tendenz, in welcher Situation, dann sind natürlich die Linienbilder schon sehr, sehr schwer auszuwerten. Aus mehr als 2 Spielen, erkennt man da in der Regel kaum noch was drauf, ne? Total. Und vor allem wird es nach dem dritten Saisonspiel schwierig, die Zettel übereinander zu legen, falls das dann irgendwann wichtig wird. Ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch noch die Ressource, die mir gerade eingefallen ist. Wir brauchen das Video. Das ist auch gar nicht so typisch. Du hast in der ersten, in der zweiten, in der dritten Liga. In der vierten Liga hast du auch noch häufig die Videoplattform, wo jeder sein Spiel hochladen muss. Aber ich glaube zum Beispiel A-Jugend-Bundesliga noch, aber dann B-Jugend oder A-Jugend-Bundesliga drunter wird es schwierig. Das heißt, dann greift aber auch der Automatismus, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass wir uns natürlich unsere Spiele anschauen müssen, unsere Taktik sozusagen verbessern wollen. Und da kann man jederzeit ja sein eigenes Video, seine eigene Kamera quasi aufstellen, plus das Einfache, man braucht gar nicht so einen großen Kameramann, weil man ja nur noch eigentlich auf sein Tor filmen könnte. Genau, Das so ja. als. Also da reicht eigentlich auch eine GoPro nehmen, die irgendwo fixieren auf sein eigenes Tor in der Halbzeit das wechseln und schon hat man eigentlich genau das Material, was man braucht, um sein eigenes Spiel zu analysieren. Genau, das finde ich so richtig. Wichtig ist natürlich auch, was sind die monetären Investitionen? Was muss man investieren dahingehend? Wenn man das, was ich jetzt in meinem Clip gezeigt habe, mit meiner Software tun möchte, braucht man quasi die Basislizenz von meiner Software. Da ist man pro Jahr bei 150 Euro für eine Jahreslizenz und kann dann einzelne Spiele auswerten und taggen, wie ich es gezeigt habe. Es gibt eine Pro-Version, da ist man bei 360 Euro pro Jahr, also 1 Euro pro Tag. Da kann man dann auch spielübergreifende Analysen machen, also sagen, komm, jetzt nehme ich mal wirklich 20 Spiele, wie ich es auch am Ende des Clips gezeigt habe, und mache mal eine wirklich schon aussagekräftige Statistik. Was ich aber auch schon sagen kann, ist, weil eben, deswegen sprechen wir auch heute über dieses Thema, ich sage mal, Digitalisierung im Torhüterbereich echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und ich immer wieder Anfragen kriege, so, hey, ich bin Torhüter, ich habe Bock, das zu machen, aber 360 Euro im Jahr, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. So viel kann ich schon mal sagen, es wird zur nächsten Saison auch eine spezielle Videocoach-Version für Torhüter geben, wo man dann eben auch für 150 Euro pro Jahr auch mehrere Spiele dann aber auch nur fokussiert auf die Torhüter-Anwendung eben taggen und auswerten kann. So dass man dann eigentlich alles hat, was man als Torhüter braucht, um auch über mehrere Spiele Wurfbilder zu erstellen, alles, was ich im Clip gezeigt habe. Super. Ansonsten, was brauche ich noch? Ich brauche einfach, ich sag mal, einen handelsüblichen Laptop. Sollte vielleicht jetzt nicht älter als 4, 5 Jahre sein, muss jetzt aber auch kein High-End-Laptop sein für weit über 1000 Euro, sondern da reicht eigentlich der normale Office-Laptop. Und das war's. Also. Ja, super. Gut, sehr, sehr gut. Eine wichtige Frage, die wir jetzt aber eigentlich schon beantwortet haben, beziehungsweise du, wann entsteht denn eigentlich so ein richtiger Nutzen? Was sind so deine Erfahrungen? Schwer zu beziffern. Meiner Meinung nach entsteht ein Nutzen schon in dem Moment, wo jemand sagt, ey, ich investiere Zeit, um mich in irgendeiner Art und Weise vorzubereiten. Ob das jetzt mit digitaler Videoanalyse ist, wie ich es gezeigt habe, oder mit Zettel und Stift. Also in dem Moment, wo jemand sich mit dem nächsten Gegner beschäftigt, mit seiner eigenen Leistung, entsteht eigentlich immer schon ein Nutzen. Und klar, die Videoanalyse oder das systematische Vorgehen, wie ich es vorgestellt habe, hat natürlich schon den Nutzen, dass es eben eine deutlich systematisierte Herangehensweise ist, weil man eben auch viele Informationen mitspeichern kann, sich in den Clips, weil man sich zum Beispiel Notizen machen kann und sagen kann, oh, hier, guck mal hier, achte nochmal auf das Handgelenk und so weiter und sich dann das Ganze natürlich auch in der Weiterverarbeitung, das ist der große Nutze, in der Weiterverarbeitung aus den Daten mehr rausholen kann. Also am Ende sagen kann, pass auf, jetzt mache ich mir eben für jeden Spieler einen Clip und ich blende auch mal einfach alle Notizen, die ich mir gemacht habe, blende ich einfach mal über das Video ein zum Beispiel. Oder eben zu sagen, jetzt werte ich mal wirklich 3, 4, 5, 6 Spiele aus, leg das übereinander und ich lasse mir mal dieses PDF generieren. Und das hat man ja in meinem Clip eigentlich schon sehr schön gesehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt
Andy Schmid nehmen, sieht man auch einfach schon von der Tendenz, dass sein Wurfbild zum Beispiel sehr, sehr stark sich auf, er wirft nach unten hin beschränkt. Ich glaube, es war sehr, sehr stark unten und ich glaube, oben rechts war noch ein bisschen eine Verteilung zu sehen. Aber da hat man eigentlich schon dann auch wirklich diesen quantitativen Nutzen, was bisher aus meiner Sicht, zumindest kenne ich keine andere Lösung, die das in der Qualität und Detailtiefe und auch Kombination von Statistik und Video kann, dann wirklich eine quantitative Auswertung, die man heranziehen kann. Ne? Ja, diese Heatmap ist natürlich ein super visueller Effekt. Wir müssen natürlich anmerken, das sind natürlich alles Probewürfe gewesen. Das war jetzt nicht aus der realen Bundesliga von Andy Schmid, sonst haben wir gleich den Anruf noch. Ja, man kann auch einfach mal sagen, das sind 8 Bundesligaspiele von Andy Schmid, die ausgewertet wurden. Und das ist insofern eigentlich schon schön zu sehen, finde ich, dass auch die Profispieler, die mit Sicherheit auch unter Druck eine andere Qualität haben, doch nochmal die Wurfachse wechseln zu können, trotzdem individuelle Tendenzen haben, was die Verteilung ihrer Würfe angeht. Definitiv, definitiv. Würdest du denn generell einen Unterschied zum eigenen oder zum gegnerischen Team machen in dem ganzen Prozess, sodass Leute ja zum Beispiel schon eine gewisse Abkürzung hätten? Jein. Also was erstmal ja die Grundlage ist, sind ja diese klickbaren Felder, wo ich eben markieren kann, von wo wirft ein Spieler, wo wirft der Spieler hin. Was ich jetzt dann gezeigt habe im Clip, ist natürlich auch schon sehr advanced, die Erweiterung, die, ich sag mal, ein Bundesliga-Torhüter braucht. Den interessiert nicht nur, wer wirft von wo wohin, sondern was war es denn für ein Wurf, ne? War das ein 1 gegen 1 mit Kontakt? War das ein 1 gegen 1 Durchbruch? War das ein Schlagwurf? War das ein Sprungwurf mit einem Block und so weiter? Das alles kann ich natürlich dann auch systematisch erfassen und damit meine Informationen natürlich deutlich präzisieren. Ich würde das schon sehr wohl differenzieren zwischen eigene Analyse und gegnerische Analyse. Bei der gegnerischen Analyse interessiert natürlich vor allem klar einerseits von wo wirft der Spieler, wo wirft er hin. Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, wie das, was ich jetzt in den Clips gezeigt hatte, dass man eben sich noch eigene Kategorien anlegt, das ist jetzt das, wie Bundesliga-Torhüter arbeiten, die interessiert nicht nur von wo wirft Andy Schmidt, wohin, sondern auch was war es für ein Wurf, mit Kontakt, ohne Kontakt, stand da ein Block, hat er freigeworfen, war es ein Schlagwurf, war es ein Stemmwurf, über den Kopf gezogen, was auch immer, diese Nuancen, die zählen natürlich und natürlich auch so Aspekte, wo wirft er seinen ersten Wurf hin, wo wirft er in der Crunch-Time hin. Das sind natürlich Merkmale, die vor allem interessant sind, wenn ich den Gegner auswerte und analysieren möchte. Und klar, je mehr Zeitaufwand ich habe, je professioneller ich rangehen möchte, desto mehr Nuancen interessieren mich natürlich. Wenn ich eine eigene Analyse mache, dann interessiert mich als Torhüter natürlich vor allem mein Torhüterspiel. Das heißt, mich interessiert dann natürlich im Umkehrschluss, wie habe ich auf eine entsprechende Situation reagiert? Also dann eben genau das Gegenteilige. War ein Block gestellt, war kein Block gestellt? Was war es für ein Schütze? Mit welcher Hand hat er geworfen? Auf welche Nuancen achte ich zum Beispiel als Torhüter, was Armhaltung angeht, was Handgelenk angeht? Und dann interessiert mich natürlich deswegen auch da vor allem super hilfreich, einfach mal eine GoPro zu nehmen und die hinter sein eigenes Tor zu hängen, zentriert. Dann interessiert mich natürlich mein eigenes Torhüterspiel, mein Stellungsspiel, wie habe ich wo, in welcher Situation mich vorbereitet und wie habe ich reagiert. Und das ist eben das Schöne, deswegen schreibe ich natürlich in meiner Analyse-Software nicht den Nutzern vor, wie die Kategorien aussehen. So kann jeder also eben individuelle Merkmale auch zu seinem Torhüterspiel festlegen und das dann auch im Kontext analysieren, so ein bisschen mit Statistik, ne? Wie viele Bälle habe ich denn von da und da gehalten, wie viele Bälle habe ich nicht gehalten und das dann auch wieder übereinander legen mit weiteren Aspekten, die man mitgetaggt hat, ne? Beinstellung, Armstellung, was auch immer. Und ich glaube, dass das auch wie soll ich sagen, die Spitze ist unheimlich hoch. Also man kann sich das, glaube ich, bis ins Detail und sehr, sehr kleinteilig sozusagen heranarbeiten. Man kann aber auch sehr, sehr grob vorfahren und sich den besten Nutzen auch, sage ich mal, aus einer Stunde pro Woche rausholen auf Viertliga-, Drittliga-Niveau, sage ich jetzt mal. Super. Jetzt haben wir schon den Faktor angesprochen. Was will ich sehen aus der Szene? Und da will ich gerne nochmal drüber sprechen, weil du ja ein Video gezeigt hast, okay, wir machen hier Shortcut, -3 plus 1 Sekunde, sobald der Ball die Hand verlässt.
Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Was nehmen denn so die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, auch in der Bundesliga, nehmen die noch die Auslösehandlung vorneweg, um dann zu wissen, dass Andy Schmid vielleicht übers Zentrum kommt und wo Jannik Kulbacher als Kreisläufer steht? Oder was sind da so deine Erfahrungen? Also meine persönliche Erfahrung ist, ich habe ja damals als Videoanalyst beim HSV mit Jogi Lange zusammengearbeitet. Da war es so, wenn wir Wurfbilder machen, daher kommen auch diese minus 3 plus 1, haben wir eben uns genau an diese Zeitgrenzen gehalten, wo jetzt Jogi als Torhüter vor allem interessiert hat, ne, die 3 Sekunden bevor der Wurf kommt, plus die Sekunde danach, also ne, das Ergebnis, was ist passiert. Das ist natürlich vor allem wichtig, wenn ich jetzt mir mal aus 6 Spielen alle Würfe von Andy Schmid angucken möchte. Ne, dann möchte ich natürlich nicht ungefähr 100 Würfe oder 80 Würfe, 70 Würfe mit jeweils 30 Sekunden angucken. Weil dann ist ja das, was mich für mein Torhüterspiel gerade interessiert, eher viel zu wenig repräsentiert in der großen Menge Video, die ich mir dann angucke. Gleichzeitig ist es aber natürlich schon interessant, auch mehr zu sehen als die 3 Sekunden vor dem Wurf. Das haben wir aber damals dadurch eben abgebildet, dass natürlich auch die Torhüter bei uns an der normalen, ich sag mal, Taktik-Videoanalyse teilgenommen haben. Also so eine Mischung haben aus dedizierte Wurfbilder aus mehreren Spielen, zurechtgeschnittene Taktik-Clips, wo natürlich die komplette Auslösehandlung plus Wurf dabei ist, plus nochmal komplette Spiele gucken oder auch längere Sequenzen gucken, wie beginnt ein Spiel, wie sieht es in der Crunch-Time aus, wann kippt das Momentum, solche Geschichten. Ne? Aber das ist auch ganz klar, ich bin selber weder Torhüter noch Torwarttrainer. Ich sag mal, da wäre es vielleicht mal interessant, einfach mal mit einem Torhüter darüber zu sprechen. Genau, aber ich finde trotzdem diesen Punkt extrem wichtig, mit dem Torhüter oder der Torhüterin zu sprechen. Also einfach zu schauen, okay, was brauchst du oder wie können wir uns da annähern? Weil zum Beispiel das, was du auch gesagt hast, wenn ich jetzt nicht die zeitlichen Ressourcen zum Beispiel habe, dann tagge ich als Trainer ja nur das grobe Spiel und habe jedes Mal die Auslösehandlungen davor. Und sobald ich erst detaillierter arbeiten kann oder der Torwarttrainer oder der Spieler an sich detaillierter arbeiten kann, dann kann ja auch diese minus 3 plus 1 Sekunden wirklich sehr schnell noch als Zusatz gegeben werden. Aber dass man da auf alle Fälle einen Konsens findet, was hilft denn dem Spieler? Genau, und ich sag mal auch einerseits einfach ausprobieren und um jetzt so ein bisschen wieder klar auf die technische Lösung zu kommen, diese Grenzen sind halt variabel, jeder kann das anpassen nach seinem Geschmack. Und wenn man jetzt sagt, ey, man ist auch als Trainer ambitionierter und investiert mehr Zeit und sagt, ich tagge sowieso Taktik und Wurfbilder, dann gibt es in Video Coach auch eine Funktion, in einem Tag direkt Taktik und Wurf mit zu verorten. Und hinterher bei der Generierung der Wurfbildvideos zu sagen, mach mir aber von jedem Clip, den es gibt, also wo auch Taktik mit drin ist, von jedem Tag, nur die letzten 4, 5, 6, 7 Sekunden. Das stimmt. Das ist ein schon praktischer Tipp, den du da mitgibst. Genau. Aber was auch nochmal, wir hatten ja auch eingangs gesprochen über Investitionen, vor allem in Form von Ressourcen. Ja. Wenn man sich jetzt mal guckt oder wenn man so ein bisschen drin ist, ich hatte ja eben gezeigt, so ein bisschen die Shortcuts, schnell im Video sich zu navigieren, schnell mit einer Taste den Wurf zu erfassen und dann eben die Merkmale zu selektieren. Mit dem Vorgehen liegt man ungefähr, sage ich mal, bei roundabout 10 bis 12 Minuten pro Spiel und hat dann aber alle Würfe von der gegnerischen Mannschaft oder von der Mannschaft, die gerade Analyseschwerpunkt ist. Das heißt, es geht dann schon relativ schnell. Das heißt, man schafft schon, sage ich mal, so in 40, 45 Minuten schafft man auf jeden Fall mal locker 3 Spiele des Gegners zu analysieren. Das finde ich spannend. Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da mitgegeben hast. Ich will langsam zum Ende kommen und will aber nochmal eine Legendengeschichte quasi auch so raufholen auf die Frage, die ich mal gestellt habe: Wann entsteht eigentlich so ein richtiger Nutzen? Ich glaube, als Matthias Andersen noch in der Liga war, war das ja immer dieses: Der bereitet sich super ausführlich vor, der kennt von jedem Spieler die Wurfbilder. Und damit hat man ja ein Mantra und ist schon auch im Kopf beim Gegner. Das heißt, egal in welcher Liga, sobald man sich über diese Akribie auch einen Status erarbeitet und dann schon vor dem Spiel im Kopf der Gegner ist, dann hat das, glaube ich, nochmal so einen Push, den wir wahrscheinlich gar nicht aufwerten können in Prozent. Aber das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Definitiv, ja. Perfekt. Wir sind ja jetzt gerade, beziehungsweise du, beziehungsweise wir beide, wir sind ja keine Torhüter und wir sind auch keine Torwarttrainer im großen Sinne.
Aber wir haben es trotzdem schon geschafft, fast 10 Minuten darüber zu reden. Aber wir haben es trotzdem schon geschafft. Wichtig ist jetzt vor allem, wenn Leute uns zugeschaut haben, ich hoffe, dass die Leute uns zugeschaut haben übrigens, dass wir eine Situation haben, was ist denn euer Feedback? Ihr könnt, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, ihr könnt euch das Programm immer runterladen und mal testen. Ich glaube, 2 Wochen ist vor frei testen. Also 2 Wochen frei testen und danach auch, wenn jemand sagt, ey, ich will das jetzt mal über einen längeren Zeitraum, ich will einfach mal 4 Wochen in Ruhe testen, mal ein paar Spiele ausprobieren, meldet euch einfach jederzeit, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Genau, da stelle ich auch den Link und den Kontakt zu dir, Jan, in die Beschreibung rein. Und der Aufruf, gebt mal Feedback dazu, was wären denn eure Wünsche, was sind eure Erfahrungen aus dem Prozess Wurfbilder vorbereiten für Torhüter. Genau, super. Also da, um das vielleicht noch zu ergänzen als, ja, als Schlusswort so ein bisschen, das ist mir ganz wichtig, die Software Video Coach wächst halt seit 8, 9 Jahren wirklich mit ihren Kunden und Nutzern und ihren Ideen und Anforderungen. Und das eben, was du schön gesagt hast, Martin, wir sind beide keine Torhüter und ich bin auch absolut kein Torhüter-Experte. Das, was ich jetzt gezeigt habe, ist gerade, was diese Auswertung im PDF angeht, einfach mal der erste Wurf, wo ich natürlich mir Feedback geholt habe von Torhütern über Nationalmannschaft, Bundesliga, auch im Nachwuchsbereich und gesprochen habe und geguckt habe, was braucht ihr denn? Und das ist jetzt einfach mal der erste Wurf, das erste Angebot, um zu zeigen, guck mal, hier gibt's was und das kann man damit machen. Aber wie gesagt, wenn ihr, wer auch immer uns jetzt zuschaut, coole Ideen habt oder Ansätze, wie man etwas besser visualisieren kann, welche Informationen euch noch fehlen in diesem PDF, immer her damit. Ich bin immer heiß auf Feedback, auf Ideen und habe auch einfach Bock, darüber zu diskutieren und dann auch zu gucken, wie kann man es. Und wenn es eben gute Ideen gibt, bin ich immer super schnell, das umzusetzen und zu sagen, alles klar, hier ist der nächste Wurf, erneute Feedbackrunde. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei dir, Jan. Wünsche allen ganz viel Spaß mit der Wurfbildanalyse, mit Videocoach und dann viel Spaß und Erfolg. Und denk dran, hier oben auch nochmal das Interview mit Jan dann in voller Länge. Ich glaube, 1 Stunde oder ein bisschen länger als 1 Stunde haben wir geschnackt über deinen Weg, über Videocoach. Schaut da mal rein und dann lernt ihr den Protagonisten Jan Steinbach nochmal ein bisschen genauer kennen. Super, ganz lieben Dank, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.